Hallo und herzlich willkommen zum Unity Tutorial Folge 5 C-Sharp für Spieleentwickler Part 3. Ich möchte noch kurz was sagen, und zwar habe ich momentan einen Strike von YouTube, sodass ich dann halt keine Videos mehr über 18 Minuten, über 19 Minuten hochladen kann. Und deswegen werden die Folgen dann ein bisschen kürzer sein. Aber ich werde dann auch intensiver auf die jeweiligen Themen eingehen. Wie ihr seht hier, nicht mehr so viel. Also heute machen wir die Schleifen, die Vorschleife und die Weichschleife. Das ist sehr wichtig fürs Programmieren. Also Vorschleife vor allem ist eines der wichtigsten Teile beim Programmieren mit C#. Und die Klassen, das wird jetzt etwas leichter, also da werden wir jetzt nicht so dran hängen. Und ja, Preview Folge 6, dachte ich mir, dass wir eine kleine Wiederholung machen, weil ich denke, so nach einem Monat, wo jetzt kein Video mehr rauskam, sind jetzt wieder viele Dinge aus dem Kopf verschwunden. Und ja, ich möchte auch noch ein paar Dinge ergänzen zu den älteren Themen, die wir durchgemacht haben. Und ja, dann wird alles mal wieder ein bisschen aufgefrischt und kann ein paar Fehler von früher korrigieren. Gut, ja, fangen wir doch am besten mal an und verschwenden keine Zeit. Ja. Schleifen. Schleifen sorgen dafür, dass bestimmte Codeabschnitte so lange wiederholt werden, bis eine vorgegebene Abbruchbedingung erfüllt ist. Jetzt gehen wir mal. Also wir werden das gleich mal an so einem Beispiel sehen. Aber wir gehen jetzt erstmal zur Vorschleife. Das ist nämlich so dieses diese Example-Schleife, diese Hauptschleife da, diese Grundschleife von den Schleifen. Ja, bei diesem Schleifentyp wird eine Zählvariable, ein Schleifenzähler, mit einem Startwert belegt und so lange hochgezählt, wie eine angegebene Laufbedingung erfüllt ist. So. Um eine Schleife zu machen, muss man erstmal ein For hier hinschreiben und dann eine Klammer. Ne? So, in diese Klammer kommen jetzt ein paar Dinge rein. Zuerst mal hier, ich zeig's nicht hier, ich zeig's in Visual C. Hier ist er ja schon. Erstmal die Klasse, das interessiert uns jetzt noch nicht. Das für eine Klasse kommt erst nachher. Mein Hund. Gut, ja, wie gesagt, ein For hier hinschreiben und dann geht's los. Zuerst werden wir mal eine Variable deklarieren. Das heißt, int counter ist gleich 1. Somit haben wir schon festgelegt, in der Schleife haben wir eine Variable mit dem Wert 1, die immer wieder erhöht wird um 1. Also wir haben hier ganz normal eine Variable mit dem Wert 1. Und diese Schleife wird so lange wiederholt. Moment, ich mache das mal hier weg. So. Und diese Schleife wird so lange wiederholt, bis die Zahl immer noch unter 5 ist. Das kann mich schwer zu erklären. Also, wir haben jetzt eine ganz normale Zahl, einen Startwert. Ne? Ein ganz normaler Startwert ist die 1. Und die wird jedes Mal, wenn das hier durchläuft, um 1 erhöht. Wegen hier dem Counter plus plus heißt immer plus 1. Ne? So. Und das wird so lange wiederholt, bis eine Abbruchbedingung erfüllt ist. Die Abbruchbedingung ist, der Counter darf nicht über 5 sein. Das heißt, der muss immer kleiner als 5 sein. Das heißt, das geht hier durch, bis er auf 4 ist. Auf die 5 darf er gar nicht mehr, weil es ja heißt,
Kleiner als 5. Ich kann das mal hier kurz ausführen, da werdet ihr sehen, was passiert. Moment. Hier 1, 2, 3, 4. Warum? Wir sind ja beim Startwert 1, wird ausgegeben. So. Plus 1 ist der Counter, so, also da wird es erstmal abgefragt. Er ist da auf der 1, da wird abgefragt, ist das kleiner als der 5, als die 5? Ja, gut, dann darf es weitergehen, plus 1 nochmal drauf. So. Dann ist er bei der 2. Ist es immer noch unter 5? Ja. Gut. Nochmal plus 1. Da haben wir es schon mal 3. So, 3 ist immer noch unter 5. Zack, nochmals erhöht. Sind wir bei der 4. Jetzt wird aber gefragt, wenn er jetzt diese noch einmal 1 draufzählt, ist es dann immer noch unter 5? Nein, also wird die Schleife abgebrochen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ich denke, das ist jetzt ein bisschen verständlich, hoffentlich. Der Stolz hat immer so lange die Schleife, bis hier diese Abbruchbedingung erfolgt ist. Ja. Jetzt ist immer plus 1 gemacht. Ich könnte natürlich auch plus. Aber beim Ausführen des kurzen Moment. Ich schließe das mal kurz. Audiospur. Plus 2. Was müsste jetzt praktisch stehen? Gut, wir haben 1. Dann müsste jetzt eine 1 stehen in der Konsole. Eine 3. Eine 1 und eine 3 nur. Weil wenn er auf der 3 ist und plus 2 geht, dann wäre es ja schon 5 und das dürfte er gar nicht mehr. Also 1 und 3 müsste da jetzt drin stehen. 1 und 3. So. Wunderbar. Gut, es gibt aber noch andere Schleifen. Wie die While-Schleife. Die While-Schleife, beziehungsweise Do-While. Do-While, deswegen, weil praktisch die Do, also die wird eigentlich auch Do-Schleife genannt, aber da ist auch ein While drin, deswegen ist eher eine Do-While-Schleife. Ja. Also die While-Schleife läuft so lange, bis eine Abbruchbedingung erfüllt ist. Praktisch wie die Vorschleife. Nur, das wird ein bisschen anders geschrieben auch. Also wir haben hier eine Variable bestimmt namens Enemy Index 0 und while, hier kommt schon dieses while und diese Schleife, die wird so lange wiederholt, wie der Enemy Index unter 5 ist. Das heißt, wir haben jetzt hier 0, ne? Dann wird geprüft, gut, ist es unter 5? Ja. Dann wird nochmal geprüft, ist der Enemy Index 3? Wenn es nicht 3 ist, weil es ja 0 ist, dann geht es weiter zum Enemy Index plus plus. So, plus 1. So, dann ist der Enemy Index 1. So, der Enemy Index ist aber immer noch unter 5, also kann es weitergehen. Ist der Enemy Index 3 gleich 3? Nein, weil es 1 ist. Weiter geht's. 2. So. Enemy Index ist jetzt 2. Ne? Immer noch unter 5. Keine 3. Noch eins drauf. So, 3. Dann ist es auf der 3. Enemy Index ist dann die 3. Die 3 ist immer noch unter der 5, also kann es weitergehen. Aber der Enemy Index ist gleich 3 und das heißt Break. Break heißt Stopp. Handbremse, Stopp. Bei 3 muss er stehen bleiben. Dann endet jetzt praktisch diese Schleife bei der Nummer 3. Ich glaube, ich kann das kurz nachmachen hier. Und mal übernehmen. Int Counter ist gleich 0. While Counter ist unter 5. If Counter
gleich 3. Und ich habe da was vergessen. Da habe ich auch noch hier das vergessen, diesen Zeilenumbruch. Break. Ne, habe ich eigentlich nicht. Ich muss mal kurz gucken, was das ist. Nee, das muss da nicht sein, ne? Weil das ja hier eine Zone ist. Enemy. Ne, Counter. Ich schreibe hier immer wieder Counter. Counter. Plus, plus. Zack. Starten wir mal. Genau, 3. Ja, was bei 3 stehen bleibt. Wird hier jetzt nicht 4 stehen, wird dabei 4 stehen bleiben. Moment, 4. Genau. So. Weiter geht's. Zur Du-Schleife, beziehungsweise Du-Weil-Schleife. Ihr seht ja auch warum, weil das ist nichts anderes als die Weil-Schleife. Hier wird wieder 0, eine Variable ist 0, ne? Mache plus 1, solange der Enemy Index unter 5 ist. So, dann ist er auf 0, mach plus 1, ist er über 5, ist er unter 5, ja, darf er nochmal von vorne beginnen. Ist er auf 2 dann, ist er unter 5, ja, darf er wieder von vorne beginnen. Ist er auf 3, darf er wieder von vorne anfangen, ist er auf 4. So, wenn er da auf 4 ist, er hat 0, also er ist gerade auf 3. Du plus 1 ist auf 4. Ist immer noch unter 5. Da war nochmal. So, ist auf 4 und dann plus 1 ist auf 5 und dann steht da, weil Enemy Index ist unter 5. Übrigens, hier dieses Zeichen ist falsch rumgesetzt. Fangen wir von vorne an. Das Problem ist halt nur 5 ist halt da, ne? Dann nicht kleiner als 5 und deshalb darf er nicht mal vorne anfangen und muss dann bei der 5 stehen bleiben. Gut. Weiter geht's. Ja, Klassen, das gleiche Thema. Klasse ist eine Vorlage für Objekte. Wir erstellen praktisch eine Klasse Enemy Small. Das sind kleine Gegner, ne? Und die haben nur das Leben 5. Die haben nur 5 Leben und ja, das sind halt kleine Gegner. Zum Beispiel, wir haben einen infizierten Frosch, ein infizierter kleiner Hase, wir haben ein infizierter Vogel. Und wir erstellen halt diese Überklasse, Klasse Enemy Small, und dann werden wir diese Klasse dann den infizierten Frosch, den infizierten Vogel und dem infizierten Hasen geben. Da haben die alle Int Health 5, ne? Und ja. Wir können diesen Komponent, also diese Klasse, können wir erstellen bei Unity und können die dann praktisch auf ein Objekt ziehen, auf den infizierten Hasen zum Beispiel, und dann wird ihm diese Klasse zugewiesen. Man kann natürlich auch für den Hasen dann ein extra Skript machen, wo dann drin steht GameObject@Component EnemySmall. Oh, dann wird ihm das auch zugewiesen, aber man kann natürlich auch dann den Skript auf den ziehen. Gut, das war's dann auch schon, ne? Wie gesagt, kleine Folge, 15 Minuten, 14 Minuten. Ich nehme mich noch kurz die Zeit, um hier kurz was zu erklären. Man kann so die Vorschleife, so wird die Vorschleife eigentlich immer geschrieben, ne? So kann man die gar nicht schreiben, weil hier fehlt ein Int. Und man kann es folgendes machen. Moment, man kann. So müsste das dann sein. Man kann die Vorschleife auch so schreiben, ist aber nicht so üblich. Punkt, 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 ne? Das heißt, dass man hier oben extra noch die Variable deklariert. Man kann es aber alles in einem schreiben, indem man hier einfach das Int hinsetzt und dann praktisch die Zeile weglassen kann. Ja.
Ja, ich denke, das war's auch schon. Wie gesagt, nächste Folge wiederholen wir ein bisschen was. Also hier so diesen ganzen alten Kram. Damit alles mal wieder ein bisschen klarer wird. So viel war es jetzt noch gar nicht. Und ja, bald gehen wir in die Skriptprogrammierung. Das heißt, wir wenden praktisch das, was wir jetzt hier bei C-Sharp gelernt haben, ein bisschen an. Oder wie wir das halt generell in Skripten machen. Ja. Also ich denke, es werden noch so. Also in dem Tempo denke ich, werden es noch 5 Folgen oder so. Wenn wir das jetzt in diesem Tempo machen. Wir werden halt einfach kleinere Themen dran bringen. Ihr müsst dann auch nicht so viel Zeit investieren jeden Tag. Und ja. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und bis zum nächsten Mal.